Oh, der schickt aber auch gleich alles, was er hat. Krass. Naja, aber wenn du das jetzt überlebst, dann. Dann hast du gewonnen. Ja, deswegen mache ich immer gerne einen Verteidigungskrieg. Ne? Einfach sehr, sehr früh Festung bauen, aufbessern, alles was drin ist und dann. Und dann hat er verloren. Ah, die sind aber ziemlich gut. Ja, der hat ja auch schon sein Gold benutzt, ne? Du hast noch kein Gold benutzt, glaube ich. Oder? Nee, Deswegen. einer nicht. Deswegen, also die haben schon eine höhere Schon einen Dingsstärke. höheren Rang. Militärische Stärke als wir, ja. Ja. Deine militärische Stärke ist auch gerade etwas gesunken, weil du ein paar Sinn weil du ein paar Leute verloren hast. Ich habe schon Ja. drei Generäle in meiner Festung. Nice. Aber ich habe Angriff abgewehrt. Sehr Ja, gut. das ist gut. Meine militärische Stärke geht gerade in der Dings, in der Statistik. Sieht das gut Ganz aus. weit nach oben, ne? Ja. Peng! Sehr gut. So, Das ist okay. nur wegen einer einzigen Festung, weil ich da mal. Ja, schick da mal Gold hin. Ja. Ah, Gott. Ich habe halt auch schon. Warte mal, wie viele Münzen habe ich denn schon gebaut? 62. Ich habe 21 erst. So, Brauerei. Du arbeitest? Das ist schön. Ich brauche mehr. Ah. Kohlenbergwerke kriegen jetzt anscheinend schon ein bisschen mehr Essen, aber nicht genug. Und ich produziere auch Soldaten, glaube ich. Meine Schmiede und meine Brauerei schicken alle. Also du musst auch in dasselbe Lagerhaus dann alles hinschicken, ne? Das Schwert, das Schild und das Bier. Ach so. Puh, puh. Damit das funktioniert. Ach, ja, Oder okay. du Nee, das ich, wird. ja. Es wird bei mir natürlich gerade nicht. Oder ich glaube, wenn du diesen Button unten anmachst, vielleicht machen die das auch selber. Keine Ahnung. Weil es gibt ja Soldaten hier diesen. ausbilden, mach ich mal an. Ja, Mal natürlich gucken. musst du das anmachen. Ansonsten kannst du ja einfach mal sagen hier nicht einlagern bei einigen Lagerhäusern. Ja, ich mach das jetzt einfach. Werde das schon automatisch machen, denke ich mal. Hoffen wir es. Ah, weißt du, das ist nur ein einziges Goldbergwerk und nur ein einziges Kohlebergwerk und nur eine einzige Münzprägerei, die mir so diesen ganzen Stuff bringt. Das ist schon ziemlich krass. Ja, also deswegen halt, ich habe halt einfach fast keine anderen Bergwerke. Ja. Ich bin so auf minimalistisch. Keine Ahnung. Also die Anzahl der Gebäude, vielleicht zählt er halt echt wirklich die ganzen Baustellen einfach mit. Keine Ahnung. Das an, ja. Verstehe ich nicht so Oh, ganz. ich werde angegriffen schon wieder an dem gleichen. Ich glaube, ich schicke da auch mal gehört mit hin. Ja, zumindest für eine Weile. Was willst du denn schicken? Goldmünzen zu dem Wachturm, der Ja, angegriffen hätte wird ich die eh ganze gemacht. Zeit. Ich meine, du bist. Das hätte ich eh schon längst gemacht. Ich dachte, ne? Ist doch offensichtlich. Du wirst angegriffen, das ist an der Grenze, der ist wahrscheinlich voll mit Soldaten. Mach halt Ja. einfach. Ne? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Also der. Von dem Roten sehe ich nur die Grenze, aber jetzt schon wirklich überall um mich herum. Okay. Ah, meine Festung ist gleich fertig, sehr schön. Meine Festung ist gleich voll mit Generälen. Naja, ist halb voll mit Generälen, aber trotzdem nett. Angriff abgewehrt, sehr gut. So, da haben wir auch die, schon die Goldmünzen. Ich warte jetzt ja eigentlich nur noch auf Soldaten. Ja, da kommen sie doch. Wo gehen die ganzen ganze Wasser hin? Also ich habe
mir angewöhnt, einfach direkt neben den Gebäuden, die das Wasser brauchen, einfach. Ja, klar. Also habe ich auch. Okay. Ach, bei der Eselzucht nicht. Okay. Aber nur deswegen, diesem einen? Naja. Am Eselzucht, das interessiert mich überhaupt nicht. Die Brunnen sind hier. Also, die sind so langsam geworden, dass man halt wirklich bei jedem einen braucht. Ja, ja, okay. Man hat nur ganz, ganz. Kann das sicher aus der Grund sein. Festung! Goldzufuhr anmachen. Ah, jetzt sehe ich Gebäude. Da unten. Kohlebergwerk. Super. So, und hier mache ich, glaube ich, auch mal Goldzufuhr an. Und hier baue ich, glaube ich, noch eine Festung, weil es wird mir hier etwas kritisch. Der kommt mir zu nah. Drückt dir zu sehr auf die Pelle. Ja. Deswegen, also ich fange, wie du merkst, ich fange lieber früher als zu spät mit den großen Gebäuden. Ja. Ja. Macht ja auch wieder Sinn. Ja. Deswegen hast du jetzt da nur Wachtürme und nur fast eine Baracke nur gehabt, ganz vor allem. Ja. Wobei, da kann ich keine Festung hinbauen. Aber. Ich hab. Einen Turm hättest du wahrscheinlich hinbauen können oder sowas. Ja, das ist richtig. Ja. Ja, ich hab da halt zu spät erforscht. Ja. Hab echt gedacht, dass du weiter hinten ist. Ja. Und meine Festung ist voll mit Generieren. Alles klar. So, der andere Wachturm ist auch fertig. Die ersten Münzen an. So, Kollege. Ich baue jetzt hier eine Festung. Das wird wahrscheinlich ewig dauern. Vielleicht dann erstmal einen Wachturm bauen. Das geht ein bisschen schneller. So, und meine erste Festung ist auch gleich fertig. Wachstuben besitzt, schön. Jo, keine Rohstoffe gefunden. Steinbruch. Du bist fertig mit deiner Arbeit. Du bist der Beste. Na gut. Keine Rohstoffe gefunden. Steinbruch. Du bist auch fertig. Supi. An meinem Hauptquartier ist gar nichts mehr los gerade. Da ist nur noch ein bisschen Essen. Ein Baumstamm wird da gerade rausgeholt. Sehr, sehr gut. Na, ich habe das alles verlagert. Das ist super. Ja. Nicht schlecht. Wie viel Getreide habe ich eigentlich Überschuss? 9. Okay, das lohnt sich nicht. Dieses 2:1 System ist schon das, was wahrscheinlich am besten funktioniert. Ja, definitiv. Ich finde die Waschstube an der Grenze nochmal mehr Münzen, nochmal Münzen. Ich mache jetzt eine Eselzucht. Ja, die habe ich schon. Ach ja, stimmt. Auch ganz gut. Einfach, dass man mehr Trägerkapazität hat. Ja. Gebiet verloren. Ja. Wachs. Da unten könnte ich jetzt nur noch eine Festung bauen. Könnte hier jetzt noch einen Wachturm bauen. Hättest du was dagegen? Nö, mach ruhig. Warte mal, kann ich den vielleicht weiter hinten setzen? Ja, tatsächlich. Hier einen hinsetze? Kann ich dann? Nee. Ich setz mal da einen hin. Weil besser. Okay. Wenn die fertig wird. Ich mach, glaube ich, nochmal eine weitere
Brotproduktion. Das ist halt auch so der Vorteil von diesen großen Militärgebäuden, wenn du halt so viel Platz hast, kannst du halt das nächste Militärgebäude viel näher dran bauen. So, dieser Wachturm ist jetzt halt absolut nicht in Gefahr, egal ob der jetzt unten schon anfängt, auch Militärgebäude zu bauen, weißt du? Ja, stimmt. Ja. Boah, ich baue jetzt hier eine Festung an der Grenze zu ihm. Und die Festung besetzt. Mal sehen, wie viele Leute da reinkommen. Anscheinend wird es gefüllt. Ja. Jetzt die andere Festung natürlich da völlig sinnlos. Warum? Ja, weil die nicht wirklich, na gut, ein bisschen geht die in sein Gebiet rein, aber die steht halt jetzt fast mitten in meinem Gebiet drin. Welche? Du hast zwei Festungen. Ja. Beide Festungen sind am Grenzgebiet zu ihm. Nicht wirklich. Oder nicht? Also, die obere Festung ist am Grenzgebiet und die untere ist auch am Grenzgebiet. Nicht wirklich. Die obere nicht. Nee. Ist die obere schon besetzt, ja, ne? Nee, ist doch noch nicht besetzt. Nee. Ja, aber die wird dann besetzt. Ja, aber die wird dann am Grenzgebiet sein, wenn sie besetzt ist. Ja, naja. Also. So halb. Ja, schon. Ah, okay. Ich meine, er hat da so eine Grenze und da wirst du definitiv berühren. Also, ja. Solange das passiert, lohnt sich definitiv. So, naja, da unten in die Ecke sitze ich jetzt auf jeden Fall auch erstmal. Oh, er baut eine Wachstube. Oh mein Gott. Mal gucken, ob mein Wachturm hier schneller fertig wird. Wahrscheinlich nicht. Man weiß es nicht. So, dann setze ich da nochmal eine Festung. Aber die Festung da oben ist zuerst fertig. Vielleicht kann ich ihn ja einfach angreifen. Gucken, ich mache hier einfach mal eine Erkundungstour mit einem Erkunder. Und dann wird vielleicht, wenn ich angreifen kann. Aber hier sind gerade nur Gefreite drin. Schick da mal ein bisschen Gold hin, ihr Penners. So, was sagt denn hier die militärische Stärke? Ah, das sieht schön aus. Ich bin der Beste bei militärischer Stärke. Nur wegen zwei Festungen, die ich mal so angefangen habe, Gold hinzuschicken. Oh, ist das schön. Ja. Ich könnte mal gucken, ob die Ausbildung hier klappt. Militärgebäude besetzt. Wachstube. Ja, Gebäudegesetz, Festung, sehr schön. Dann baue ich da die nächste hin. Kleine Rohstoffe gefunden, Steinbruch, auch wunderbar. Mein Zustand der Wirtschaft ist der beste. Und deiner ist der zweitbeste. Das ist okay. Aber deine Produktivität ist best. Das ist auch okay. Besiegte Soldaten, bist du besser? Ich habe noch keinen Krieg gemacht. Mein Gegner hat einfach zu viel Angst vor mir. Das ist auch gut. Da kann wahrscheinlich noch gar keine Militärgebäude sehen, was er angreifen könnte. Weil ich sehe ihn ja nur über die Berge hinweg. Irgendwie halt. Ja. So. Yay, ich kann was sehen von ihm. Er baut eine Holzfälle. Oh oh. Eine Wachstube wird ziemlich schnell fertig, glaube ich. Warum hast du auch schon so lange gebraucht, diesen blöden Wachturm zu bauen? Ich bin enttäuscht von dir.